Einen schönen guten Morgen an euch alle, die ihr Deutsch spricht. Es ist nach langer, langer Zeit mal wieder eine Nachricht, ein Video von mir, Bee. Ich lebe, wie die meisten, die diese Nachricht sehen, ich lebe in Irland und arbeite hier als sozusagen in metaphysischer Heilerin. Ich arbeite im metaphysischen Bereich. Schon lange bevor ich eigentlich wusste, was das bedeutet, metaphysisch, habe ich diese Dinge getan und auch unterbewusst getan, die ich heute sehr viel bewusster tue. Aber mein Grund für das heutige Video ist ganz einfach in dieser Situation heute am 20. März 2020, 20.03.2020. Mich zu melden mit einer Nachricht, die immer und immer wieder durchkommt in meinen Heilungssitzungen, die ich habe mit Menschen, die Heilung suchen, oder in meinen eigenen Sitzungen, in denen ich Heilung suche oder Auflösung von Fragen suche, ist die, dass das, was jetzt auf unserem Planeten passiert und das vielen von euch, den meisten von euch jetzt ungeheure Angst macht und ganz viel Unsicherheit verbreitet und das Gefühl von, oh mein Gott, was passiert jetzt, oder hoffentlich ist das bald zu Ende und hoffentlich passiert nicht la la la, und dahinter sind dann ganz, ganz viele Szenarien, mit denen ihr euch beschäftigt. Diese Nachricht, die ich immer und immer wieder bekomme, ist, dass das, was jetzt passiert, wirklich unserem höchsten besten Wohle dient, wie man das so schön immer gesagt hat. Was wir jetzt zurzeit erleben, ist das, um es mit einem englischen Wort zu besetzen, ein Reset. Es wird ein Reset passieren. Das sagen immer mehr Leute einfach so in Konversationen, in ganz normalen Gesprächen, dass sich Dinge wieder normalisieren. Und wir sehen alle, mit den vielen Homeoffice-Arbeitern und Angestellten und mit der Tatsache, dass bestimmte Bereiche geschlossen sind derzeit und so weiter und so fort, dass alle Dinge sich verlangsamen. Und wer hat sich das nicht gewünscht in letzter Zeit oder die letzten Jahre sogar, dass es einfach mal wieder langsamer geht, dass man mal wieder durchatmen kann? Und das ist jetzt eigentlich passiert für ganz viele Menschen. Mir ist das so nicht bewusst geworden, aber ich habe so viele Gespräche geführt, wo Leute gesagt haben, oh mein Gott, es ist so schön, dass wir jetzt Zeit haben, dass wir jetzt die 2, 3 Stunden Pendeln im Verkehr nicht mehr haben, dass bestimmte Sachen mir gar nicht mehr möglich sind zu machen. Also das, was ich mir sozusagen als Muss immer aufgelegt habe. Und mir fällt da zum Beispiel auch dieses, wie heißt es, bei uns heißt es Gym, also das körperliche Ausarbeiten in Studios, diese Sachen, oder ich muss noch dies und ich muss noch jenes und ich muss noch dahin und ich habe mich jetzt noch verabredet mit dem und dem und die muss ich mal wieder sehen. All diese Dinge passieren jetzt gar nicht mehr, weil das geht nicht. Und wir sind zurückgeworfen worden auf unsere kleine Welt, auf unseren kleinen Raum. Wir verbringen mehr Zeit in unseren Wohnungen und Lebensräumen mit unseren Familien. Und unsere Kommunikation mit unseren Kollegen und Kolleginnen passiert ganz viel wie hier über Videokonferenzen. Wir arbeiten über Bildschirme und Audio nur. Und wir müssen und können und dürfen jetzt Dinge anschauen, die wir uns ganz lange nicht angeschaut haben. Nämlich das Aufeinandersitzen und zu gucken, was ist das, was schon eine Zeit lang nicht mehr so gut funktioniert hat. Was aber nicht unbedingt heißt, dass andere was ändern müssen, sondern dass ich was ändern kann. In meiner Art und Weise, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge kommuniziere, wie ich Dinge genieße oder wegfallen lasse, die ich eigentlich schon länger nicht mehr mochte, aber die ich einfach immer aus Gewohnheit weitergeführt habe. Die darf ich jetzt auf einmal alle auflösen, die darf ich jetzt auf einmal alle so machen, weglassen oder hinzufügen.
Und das ist ein riesengroßes Geschenk, weil das wäre so nicht passiert, wenn ich nicht plötzlich Homeoffice hätte, wenn ich nicht plötzlich diesen Stopp hätte. Und viele Leute fangen an, das zu verstehen. Aber da ist dann auch dieses, oh, ich fühle mich ganz ruhig und ich habe gar nicht so die Panik, die viele Leute haben. Sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Panik haben, mir Sorgen machen über Dinge? Verpasse ich da was? Sollte ich mich schützen vor irgendwas? Und meine Antwort ist eigentlich immer so ganz spontan, nein, nein, nein. Wenn du dich gut fühlst, wenn du dich ruhig fühlst, wenn du in deinem Herzen, in deinem Bauch spürst, dass alles in Ordnung ist, dass zwar alles jetzt sehr anders ist, viele Dinge nicht möglich sind oder eingeschränkt, dass aber eigentlich alles in Ordnung ist. Keine Ahnung warum, aber es ist. Und das ist ein Teil der Nachricht, zu sagen, du bist richtig, wenn du das fühlst. Wenn du Panik fühlst und wenn du meinst, du musst drinnen sein und du darfst gar nicht rausgehen und es muss jemand anderer für dich einkaufen gehen und all die Dinge machen, dann tu das. Das ist sicherlich wichtig, dass du diese Erfahrung machst, solange bis du vielleicht zu dem Zeitpunkt kommst und sagst, mein Gott, ich kann es nicht mehr aushalten hier. Und das, was weiß ich, bringt ja nichts oder welche Schlussfolgerungen auch immer zu dir kommen. Und du dann wieder losgehst und sagst, okay, das mache ich jetzt einfach. Die anderen machen es auch oder was auch immer die Gründe sein mögen, die für dich selbst Bedeutung bekommen, dann machst du es wieder. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich selber nicht zu urteilen und zu verurteilen für das, was man macht und was man nicht macht, was man denkt und was man nicht denkt, was man fühlt und was man nicht fühlt. Jeder ist da, wo er hingehört, wo er auf seiner eigenen persönlichen Reise, seiner eigenen persönlichen Entwicklung, wo er da ist. Und da ist er richtig. Und da weiterzumachen und da immer weiter zu rollen, sozusagen mit dem Fluss des Lebens. Und seine Spielräume auszufühlen, auszutesten, ist die große, große Möglichkeit, die wir jetzt haben im Moment. Wenn du nicht willst, wenn ihr nicht wollt, dass bestimmte Dinge passieren, dann stellt sie euch bitte nicht vor. Ich hoffe, dass nicht so und so. Das ist genau das, was wir mit unserer Geisteskraft nämlich erschaffen. All das, was wir denken, kommt in unsere Wirklichkeit. Das ist ganz einfach. Wenn wir ein schönes Haus wollen und wir möchten ein Haus bauen, dann haben wir unsere Vision über das Haus in unserem Kopf zuerst. Wir mögen das selber dann entwerfen, grafisch, und dann später damit zu einem Architekten gehen. Aber hier ist es entstanden. Und wenn wir dann eines Tages dieses Haus gebaut haben und da einziehen, dann haben wir genau das in die Realität gebracht. Und so passiert das eben auch mit den Dingen, wo wir sagen, oh, ich hoffe, dass das und das nicht. Tut das bitte nicht. Wir leben in einer Zeit allergrößter Veränderungen, einzigartiger Veränderungen in der Historie der Menschheit. In der ganzen Zeit, die wir als Menschheit existieren. Und wir fangen jetzt gerade an zu verstehen, dass wir mit unserem Geist, mit unseren Worten, unseren Gedanken und unseren Taten unsere Realität erschaffen, unsere augenblickliche Realität, das, wo wir gerade sind, seelisch, geistig, physisch, das haben wir uns erschaffen. Ich sehe das sehr deutlich für mich selber. Das ist aber jetzt nicht die Zeit, um da noch mal reinzugehen. Das mache ich sicherlich ein anderes Mal. Mir ist es heute nur wichtig, einfach diese Botschaft noch mal loszuwerden. Habt viel Spaß, habt viel Freude, genießt all das, was ihr habt. Guckt nicht immer zu dahin, was im Moment nicht geht. Genießt vollen Herzens, was ihr habt. Die Zeit, die neuen Möglichkeiten, die Dinge, die ihr jetzt erschaffen könnt, die ihr jetzt anders machen könnt, die Projekte, die ihr aufschreiben könnt, aufmalen könnt, die Zeit, die ihr habt, um eure eigenen Kreationen zu machen, malen, tanzen, singen, schreiben, Videos herstellen, Spiele spielen mit euren Familienmitgliedern, all diese Dinge, die ihr sonst nie macht, weil da ist nie Zeit.
All diese Dinge könnt ihr machen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr tanzt, singt, malt, modelliert, was auch immer es ist, das mag euch klein vorkommen, aber das ist der Anfang von was Größerem. Das ist der Anfang von einer Entwicklung, von kreativem Ausdruck. Und kreativer Ausdruck ist was, was uns allen fehlt. Kreativer Ausdruck ist sehr wichtig. Das ist das, was uns glücklich macht. Das, was wir gerne möchten, was wir so, was wir immer so zurückhalten, weil ist es nicht mehr angemessen, das ist keine Zeit, das passt nicht in den Businessrahmen und so weiter und so fort. Das ist aber das, was uns ausmacht. Das ist das, was uns glücklich macht, wenn wir tanzen gehen, wenn wir rumspringen können, wenn wir uns körperlich ausleben können, wenn wir zum Yoga gehen, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und so weiter und so fort. Wenn wir malen, wenn wir draußen am Strand sind und Burgen bauen mit unseren Kindern oder Drachen steigen lassen oder selbst den Drachen hochsteigen. Das ist das, was uns ausmacht. Entschuldigung. So. Die Botschaft ist immer und immer wieder. Es ist ganz wichtig, dass wir Freude empfinden und Freude leben. So klein sie auch immer uns erscheinen mag. Das Urteil setzen wir, nicht das Universum. Das ist mein Kanal, Be Heart. Du kannst hier, wie sagt man das, subscriben und regelmäßig meine Videos angucken. Die meisten sind sicherlich in Englisch. Ich habe aber mehr und mehr Pläne mit Deutsche zu machen, deutsche Videos zu machen. Ich habe in diesem Jahr angefangen, vermehrt mit deutschsprachigen Quantum Heilern zusammenzuarbeiten, metaphysischen Heilern zusammenzuarbeiten. Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, die unsere menschliche Entwicklung reflektieren und anschauen und weiterbringen. Und wir werden ganz gewiss Dinge publizieren, auch in Deutsch, ganz speziell für den deutschsprachigen Raum. Und auch demnächst ich denke mal, auch eine Meditation in Deutsch auf den Markt bringen. Die Pläne sind ganz, ganz konkret da. Und einfach, um ein bisschen Ruhe und ein bisschen Kraft und Stärke wieder uns allen zu geben auf unserem wunderbaren Prozess. Was auch immer, da sind wunderbare Projekte im Gange und ich freue mich sehr, dass ich den Zugang und die Verbindung mit diesen ganz wunderbaren deutschsprachigen Menschen auch jetzt habe, sodass ich das auch mit mehr Leuten teilen kann und besonders mit denen ich jetzt schon immer teile, wo ich aber schon immer mich gesehnt habe, mal wieder in Deutsch was zu machen. Vielen herzlichen Dank. Seid alle sicher, seid alle fröhlich, seid alle glücklich mit dem, was ihr habt. Heute ist Tag und Nacht gleiche. Das heißt, wir haben einen gleich langen Tag und eine gleich lange Nacht. Wir gehen in immer längere Tage, in immer mehr Heiligkeit und wir haben so viele Möglichkeiten, ganz wunderbare Dinge zu machen und zu erleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.